Ja, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Battleshoes hier bei mir auf dem Kanal. Und wenn meine Uhr und mein Taschenrechner und mein Kopf mich nicht täuscht, ist heute Weltfrauentag. Und deswegen wünsche ich allen Frauen da draußen einen wunderschönen Weltfrauentag. Und ich hoffe, ihr könnt da heute euch betutteln lassen und was weiß ich. Und könnt das auch genießen. In der Tat. Gut, wir sind immer noch hier bei Battleshoes. Etwas versteckt sich. Etwas versteckt sich. Vielleicht hier? Ja, vielleicht da. Oh. So. Schön. Das war Spektralstab und ein paar Münzen. Guck mal, gut, wir brauchen Münzen, sind immer gut. Münzen ist besser als Münster. Was heißt, jetzt gerade meine Hand angegangen? Meine Energiehand. Da vorne leuchtet irgendwas. Das können wir noch einsammeln. Ist da auch noch die Frage, was wir jetzt machen in der Folge. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit für die Aufnahme. Deswegen muss ich jetzt leider nur ganz schnell und überhaupt. Ich bin da ein bisschen im Verzug im Moment. Das haben wir ja letztes Mal aufgeschaltet hier. Da oben ging es, glaube ich, irgendwo weiter. Wir gehen mal auf die Map. Ja, hier ist ein Eingang. Da müssen wir aber erst wieder nach oben. Das heißt, wir gehen hier und dann müssen wir vielleicht, ich weiß nicht, müssen wir eigentlich rüberkommen dann, ne? Ich glaube schon. Also gehen wir hier lang. Gehen wir da lang. Irgendwo ging es doch hoch. Oder? Hier? Ja, hier. Okay. Hier war ein Aufgang, den wir extra dahin gemacht. Das Seil. Extra für heute haben wir das Seil gemacht, damit wir wieder hochgehen können. Bin ich sehr stolz auf mich, auf meine Vergangenheits-Dave. So, ja, da nochmal hoch und dann müssen wir eigentlich schon durch den Eingang kommen. Und dann kommen wir an zwei, drei Fragezeichen dran. Machen wir in der Folge nochmal Fragezeichen. Wird dann nicht allzu lange werden. Nur so ein bisschen. Ein paar Fragezeichen. Hauen wir mit ab frühstücken. Waren wir hier schon mal? Ich glaube, ja. Ich aktiviere mal das Fragezeichen. 49 Meter unter uns in der Tat. Ist vielleicht irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Riss. Im Traumzeitkontinuum. Ich spüre etwas in der Nähe. Ah. Ach da. Ist das etwa unser Fragezeichen? Nee, das ist nicht. Das ist eine normale Blutzeit. Ein paar Münzchen. Und so weiter. Da unten. Das ist, glaube ich, so ein Dings. Wollen wir uns da dran wagen? Wollen wir uns an einen Dings wagen? Eigentlich wäre es nicht schlecht. Wir haben jetzt auch ein bisschen geübt, wieder zeitlich gesehen. Den Kampf. Aua. Ja, das ist das Fragezeichen. Ja. Endlose spektrale Aktivitäten. Du hast eine endlose Ansammlung spektraler Aktivitäten gefunden. Diese Art Ansammlung kannst du wiederholt entgegentreten. Die Intensität, Schwierigkeitsgrad wird sich nach jedem erfolgreichen Abschluss erhöhen. Eine endlose Ansammlung spektraler Aktivitäten erkennst du an der rötlichen Umgebungsfarbe. Okay, danke Spiel. Dann würde ich sagen, tun wir uns nochmal ranwagen einmal. Waffe ist durchgeladen, ich muss kurz nachgucken. Ja, das ist gut. Wir haben alle aufgeladen. Obwohl, man muss... ja. Athea hat ein bisschen wenig Energie. Sehe ich gerade. Mal gucken, ob das reicht. Sehe ich irgendwelche Kadaver hier? Hier liegt ein Kadaver, glaube ich. Und da ist ein goldenes Fragezeichen. Und vielleicht das ausholen. Vielleicht ist da irgendwelcher Loot noch, den wir gebrauchen könnten. Weiß es nicht. Unterirdisch auf jeden Fall. Also müssen wir irgendwo runter. Aber das Ding ist auch unterirdisch. Also ist das auf jeden Fall bei uns. Nee, 38 Meter, sogar über uns. Leicht über uns. Okay, wir machen das jetzt. Wenn wir versagen, versagen wir eben. Ich drück mal, speichere mal an der Stelle, dass wir nicht alles nochmal neu machen müssen. So, und dann... Ein zorniger Schemen ist in der Nähe. Zorniger Schemen. Sollen wir ihn beschwören? Ja, sollen wir. Ein zorniger Schemen. Endloser zorniger Schemen.
Spektralstaub und Leder. Da haben wir beides. Oh, Leder haben wir einiges. Das ist gut. Dann erzwungene Manifestation. Gegenstand reinigen. Geisel beschwören. Eine Geisel zum Erzwingen unterstützt. Ich weiß gar nicht, welches jetzt Spektrale mehr schaden. Intensität ist jetzt auf 1. Da unten sieht man, welche Intensität der allerdings hat. Der Horst. Es müsste eine erzwungene Manifestation sein, oder? Geist oder ein Schämen zum Erscheinen zwingen, ja. Ich denke mal, das ist richtig. Bin gespannt. Aber er wird bestimmt seine Kumpels mitbringen. Okay, das war scheinbar... Nicht mehr auf der Höhe? Scheinbar falsch. Aber das ist rot. Es kann sein, dass das über unserer Stufe ist. Was könnten das sonst? Dann kann es ja nur Geisel sein, oder? Haken, Leerwandeln. Ja, kann eigentlich nur Haken sein dann. Ja, das ist... Fühlt euch und zeigt euch! Zeigt euch! Schämen! Willst du alleine Spaß haben? Ja, oh! Na geil, Alter! Oh, Bitch. Ah. Jo, jetzt liegt er. Noch einmal, mit Gefühl. Und weg. Das war knapp. Das war knapp. So. Oh, ich kann gerade nicht. Okay. So ein Horst. Der Horst muss weg. Wir fangen eine Furie. Du Scheiße. Auf das Vieh achten. Wir müssen die Dinger aus dem Weg machen. Böses Hündchen. Böses Hündchen. Aua. Okay. Die Schwierigkeit ist runtergedreht, deswegen kommen die nicht direkt auf mich zu. Das ist unsere Gelegenheit. So. Schämen. Spaß. Jetzt bist du dran. Wir müssen warten, bis der sich hinlegt. Na komm her, los. Was schaffst du? Dann kriegt er viel mehr Damage, wenn er liegt. Okay. Haben wir den Workaround raus für das Vieh? Chemie. Chemie. Ist das Chemie Oliver oder? Yeah. Oh nein. Ich werde langsam übermüde, ich muss aufpassen. Na komm her, lauf. Komm her, komm. Komm her, Bitch. Ja. Yes. Die kleine Nutte. Da geht einfach stiften, ich geh kaputt. Da kommen noch mehr. Ja, Mann. Okay, da muss uns mal Atheos mal aufladen. Aber das hat der gut was angegriffen. Boah, wir haben echt zu tun mit dem Vieh. Aua, der muss erst weg. Ich glaube, ich habe gehört, wie jemand eine Flinte gespannt hat. Boah, hat er mich umgeschmissen. Kleine Nutte. Nimm die Beine in die Hand. Jo, ich bin dabei.
Jamie auch noch einen. Jamie Oliver auch noch mal. Jamie. Oh Mann. Er denkt sich die Witze aus, ja? Ich habe ein Team von Idioten, die sitzen hier hinter mir und denken sich den ganzen Tag Witze aus. Jamie Oliver. Oh Mann, ey, Junge. Ich glaube, der nimmt mich an aufs Korn. Ja. Muss man hinkriegen. Oh, da lebt noch. Hier, das ist für dich. So, wie sieht's hier aus? Ich würde ihn gerne noch einmal sich zum Hinlegen bringen. Jetzt kommt er. Komm her, komm. Nicht stark genug. Ah, hat nicht gereicht. Aber wir haben, Half-Life. Die Musik passt jetzt auch richtig gut. Das war ein perfekter Wechsel, glaube ich. Ich habe so einen Buff gekriegt gerade. Aber 11 Schaden ist besser als nix. 26 auf dem Kopf. So. Das bringt nix. Ich fühle mich nicht so gut. Lass mich hier Nein. nicht alleine zurück. Wir haben es fast geschafft. Deine Reise ist zu Ende. Wir waren so gut. Wir waren so gut. Wir haben die alle weggemacht. Fuck, Mann. Ah. Shit. Ah. Muss man einmal probieren? Ja, komm, wir sind uns bei 12 Minuten. Ich muss mal kurz. Ah, das war jetzt ärgerlich. Das war jetzt ärgerlich. Ah, das wird. Shit. Aber wir hätten es geschafft. Wir hätten es geschafft, ehrlich gesagt. Ich hätte mich nur. Ich habe nur nicht geheilt. Ich habe da nicht aufgepasst. Ja, komm. Das war Geisel. Ja? Ja. Meine Stimme komm mal vor, du Kleiner. Leg den Schleier ab. Du weißt, genau. dass ich auch noch da bin. Meine Stimme wieder. Und da liegt sie am Boden. Komm noch mehr! Ah. Fast geschafft! Zeig ihnen, warum sie Verbanner fürchten sollten. Oh! Yes. Ihr müsst Verbanner fürchten, hat meine Frau gesagt. Und heute ist Weltfrauentag, das heißt, wir hören auf die Frauen. Aua. Dieser Dreck, diese kleinen Explosionsdinger gehen mir auf den Sack. Na komm her, komm. Oh, das ist gemein. Hat mich eingekeilt. Oh, ich muss hier raus. Muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg. Oh. Okay.
Boah, hat er sich geheilt? Das gibt's doch nicht. Dreckiges Mistvieh. Ich glaube, das ist noch zu over, deswegen ist es auch rot markiert. Es ist noch nicht vorbei. Sie nährt sich an ihrem eigenen Zorn. Das ist schlecht. Oh. Uns ins Reich des Vergessens mit dir. Deine Nutte. Zeig mal dein Gesicht. Zeig mal dein hübsches Face, Baby. Heute ist Weltfrauentag und wir bekämpfen eine gefangene Furie. Das ist schon gemein. Spiel, das ist schon gemein. Aber konnte ich ja nicht wissen, dass das Ding gefangen ist. Ja, leg dich doch mal hin. Ich muss mit dir reden. Du musst jetzt gut zu berechnen, wo die hinläuft. Aber ich denke mal, das ist, weil wir noch, auf Stufe 1 noch sind. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Man müsste die losschicken können. Bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, Guardians of the Galaxy. Hast du da, bist du vier Leute. Kannst ja auch dir sagen, hey, mach das und das, mach das und das. Das war ganz nice. Bastard. Das hast du schon so oft gelegen, du Scheißvieh. Bleib doch einfach liegen. So, wir haben sie gleich. Wenn wir keinen Fehler machen. Ah, verzogen. Lass mich dir helfen. Ein Fertigkeitenpunkt. Level 12 erreicht. Geisteranlagerung abgegriffen. Sehr gut. Das ist doch schon mal ein guter Anfang gewesen jetzt, muss ich sagen. Wir können das Ding jetzt theoretisch nochmal beschwören. Ich werde den Teufel tun, das nochmal zu machen. Obwohl es jetzt nicht so schwer war, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Aber es war natürlich auch nur Ostu-Intensität 1. Also von daher nicht der Rede wert eigentlich. Also wir haben Jamie Oliver besiegt, zum Glück. Und werden wir dann sehen, was man dann mit Jamie Oliver... kennt ihr das, wenn ihr euch über eure eigenen Witze totlachen könnt? Das ist einfach das beste Gefühl der Welt. So, ja, da oben ist noch hier und so. Ich will noch mal ganz kurz ins Regal-Pad gehen. Jetzt ist Intensität 2. Erhöhe den Schaden nach jedem Angriff. Ah, da müssen wir uns erstmal noch ein bisschen leveln. Wir werden einfach mal speichern, geht gerade nicht. Na gut. Oh, da klettern wir. Ich möchte gerne das goldene Fragezeichen noch holen. Und ja. So 53 Meter. Wir sind auf der richtigen Höhe auf jeden Fall. Ah. Sieht schon geil aus, das Spiel. Kann man nichts sagen. Da kommt jetzt im Sommer noch ein neues Spiel. Unknown 9 wird das heißen. Ist eine Frau als Protagonistin. Passt eigentlich zum Thema Frauentag. Kann ich mal erzählen, ganz kurz. Und das ist die Schauspielerin von Witcher, die Jennifer gespielt hat. Jennifer. Oh, und das war eine echt gute Schauspielerin. Und die spielt die Protagonistin in Unknown 9. Heißt das Spiel Awakening. Wird wahrscheinlich eine Serie. Das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig geil aus. Das wäre mal auch. Also, das werde ich mir auch. Werde ich mir das auf jeden Fall. Und überhaupt
Ihr wisst, das spielen wir. Das ist ein Story-Game, ist ein Singleplayer auch. Und ich denke mal, das ist genau unsere Kragweite. Die Kiste hole ich jetzt mal hier. Und da freue ich mich jetzt schon ein bisschen drauf. Ich glaube, wir schaffen bis dahin Banisher abzuschließen. Geht im Sommer los. Weiß nicht, ich habe es auf der Steam-Liste gepackt. Keine Ahnung. Müssen wir noch mal sehen. So, 50 Meter eigentlich. Wahrscheinlich hier hoch, rechts. Ja, da wird es weniger. Ich hoffe, jetzt nicht noch so ein Schelmhorst. Schelmhorst. Was? 40 Meter, jetzt ist unter uns. Aha. Ein bisschen das Pathfinding ist ein bisschen schwierig bei dem Spiel, finde ich. Weil du halt nur so begrenzte Wege hast, die du gehen kannst. Bin mal gar nicht mehr gewöhnt heutzutage bei Spielen. Dass einem das Spiel so hart vorschreibt, wo man hin muss. Sieht man das? Ne, siehst du gar nichts. Ne, jetzt keiner, nur massiv. Ja. Oh, jetzt ist 35 Meter in die Richtung und jetzt geht's nach da. Ich glaube, das geht hier unten irgendwo lang, da in die Richtung, da hinten irgendwie übers Wasser. Versuch mal, mein Glück. Ich versuch mal mein Glück. Ich kann es ja nicht, ja, ich weiß auch nicht genau, wo wir lang müssen. Viel Zeit ist jetzt eh nicht mehr in der Folge. Wir haben da ein bisschen lange an dem Jamie Oliver rumgemehrt. Ich glaube, hier kommst du wieder nicht durch, ne? Oh. Ach, das ist eine Sprungmarke. Ah, ist klar. Die hätten wir vielleicht nehmen sollen. Die geht von da oben. Ich weiß zwar nicht warum. Aber wir nehmen die einfach mal jetzt. Ich glaube, die Folge ist eh durch. Leider schon die Frauentags, die Weltfrauentagsfolge ist schon vorbei. Nicht viel passiert heute, leider, tut mir leid. Das tut mir sehr traurig. Aber wir werden auf jeden Fall heute Abend zum Weltfrauentag, am Weltfrauentagabend, also jetzt Metaebene ist in der Zukunft quasi in der aktuellen, in der Realität. Und da werden wir versuchen, einen Frauentagstream zu machen. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Irgendeine kleine Kleinigkeit, eine Besonderheit. Nichts Weltpapierwegendes. Man muss ja also den Menschen im Allgemeinen immer ehren. Nicht nur an den jeweiligen Feiertagen. Vatertag, Frauentag, Weihnachten, Ostern. Hier geht es nicht rüber. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Jetzt kriege ich hier keinen Trigger. Das wird auch nichts, glaube ich. Okay, aber wie komme ich an dieses Fragezeichen? Das ist doch die Frage, die sich stellt. Es wäre jetzt in die Richtung 40 Meter, die ich gucke, auf der Ebene, wo ich gerade bin. Und da ist eigentlich nur das hier. So. Wenn jetzt gehe ich ein kleines Stück hoch und jetzt wird es wieder nach unter mir angezeigt. Ich brauche einen besseren Winkel. Ach, da. Aha. Ah, ein Riss ist es. Das goldene Fragezeichen. Haben wir es gefunden. Ich habe nur den Winkel, den besseren Winkel gebraucht. Das muss man natürlich in seine Spielweise mit einfließen lassen, dass du wirklich auch auf Meter genau hoch musst. Untersuchen. Ich bin soweit, wenn du es bist. Ja, leider noch nicht. Wir haben leider noch nicht alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ein paar Fragezeichen vielleicht noch. Und ja, ich müsste halt. Ich habe im Moment sehr wenig Zeit zum Aufnehmen und ich möchte jetzt nicht das einfach zwischen Tür und Angel anfangen, weil das wahrscheinlich. Dieser Beitritt in die Leere wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Jetzt haben wir hier oben alles abgefrühstückt. Das heißt, wir können dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann zurück zu irgendeinem Lagerfeuer. Wir haben ja auch keine Fragezeichen aktuell mehr. Die haben wir alle aufgedeckt. Hier unten ist noch eins. Das ist noch ein Eingang und ein Fragezeichen. Da kommen wir zu dem Feuer nochmal da kurz da durch. Und könnten. Hier ist ein Biwak. Und da könnten wir uns da nochmal das Fragezeichen da holen. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Schelmhorst sein. Hier ist noch ein Fragezeichen. Da ist noch ein Fragezeichen. Da ist noch ein Fragezeichen. Hier sind noch ein paar verteilt in dem Gebiet hier. Und ansonsten könnten wir dann so langsam auch wieder auf die Richtung Hauptquest gehen. Aber ich möchte halt, wollte halt ein bisschen die Fragezeichen abarbeiten, damit wir genug Material haben, um uns dann weiter zu leveln. Und ich denke mal, wir könnten dann jetzt, wir haben jetzt auch die nächste Stufe könnten wir erreichen. An Waffen. Ich glaube, bei Waffen war das. Man sieht es jetzt nicht. Schade. Auch hier aufrüsten? Doch, es geht.
Bemerkenswert. Ah ne, ich brauche Schelmenhorst Schlick. Das heißt, wir müssen nochmal einen Schelmenhorst müssen wir nochmal ausnehmen, wahrscheinlich. Ja, aber dafür haben wir eine Geisteranlagerung gekriegt. Weil diese Links kriegt man eine Geisteranlagerung. Die kann man natürlich auch gebrauchen. Also kommt man dann auf jeden Fall demnächst auf jeden Fall nochmal. Oh. Falsches Kästchen. So, rüber. Und dann würde ich sagen, laufen wir zum nächsten Lagerfeuer. Und beenden da ordnungsgemäß die Folge. Und dann dauert es höchstens für euch nur einen Tag, bis wir uns wiedersehen. Und für mich vielleicht sogar ja, auch nur einen Tag. Tja, jetzt, wir haben ja jetzt sind quasi ad hoc. Ich habe heute aufgenommen und morgen ist die Folge draußen. Das heißt dann, ja, quasi wir sind in der Realität, in der aktuellen Realität sind wir. In der aktuellen Zeitlinie. So. Muss doch schon irgendwo ein Lagerfeuer sein hier. So, und dann sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, dann würde ich euch nochmal den Frauen einen wunderschönen restlichen Weltfrauentag wünschen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.